Der 23. Spieltag in der Easy Credit BBL, ein wichtiges Duell für die Ambitionen beider Teams. Ludwigsburg will die Playoff-Ambitionen untermauern, Bamberg irgendwie noch rein in die Play-Ins der Easy Credit BBL. Der bessere Start ins Spiel gelingt den Hausherren. Es dauert ziemlich lange, bis Bamberg ins eigene Spiel findet. Das dann aber sehenswert. Patrick Heckmann mit den Punkten trotz des Fouls. Und ab Mitte des ersten Viertels sind die Gäste dann richtig drin in dieser Partie. Da zeigen sie nämlich ihr Zusammenspiel, extra Pässe und der freie Dreier ist da für Trey Woodbury. Die beste Phase der Bamberger mit Ballgewinn und dann geht schnell nach vorne. Wieder Woodbury mit den Fastbreak-Punkten, zwischenzeitlich ein 12-0-Lauf der Gäste, die mit 6 Punkten in Führung gehen. Der Schlusspunch des ersten Viertels gelingt dann aber den Ludwigsburger mit Silas Merzen. Und so geht es ausgeglichen in die erste Viertelpause mit einem Spielstand von 22-23 aus Ludwigsburger Sicht. Rein ins zweite Viertel, da müssen wir auf Jaren Lewis blicken, den 10 seiner insgesamt 17 Punkte im zweiten Abschnitt gelingen. Auch zur Halbzeitpause ist es ein knappes Ding. Bamberg führt knapp mit 43-41. Weiterhin ein offener Schlagabtausch bei den Gästen nach schwachem Start. Jetzt Zach Copeland zur Stelle, ihr etatmäßiger Topscorer mit dem erfolgreichen Dreier. Und jetzt kommt Bamberg wieder in so einen Fluss. Philipp Stanic mit dem Alley-Oop-Dunk. Wieder eine Phase, in der Bamberg sich etwas absetzen kann. Die Ruhe, die sie ausstrahlen in dieser Partie, ist bemerkenswert. Und dann Trey Woodbury immer wieder mit diesen Momentumbildern hier die Punkten trotz des Fouls. Wieder mal muss Ludwigsburg einem Rückstand hinterherlaufen und wieder mal gelingt ihnen das mit dem Finish auch des dritten Viertels. Es geht richtig eng zu, auch im letzten Abschnitt. Jetzt braucht es Spieler, die Verantwortung übernehmen und die heißen auf Bamberger Seite Zach Copeland. Keine gute Quote, aber dieses wichtige Ding ist drin. Er ist Topscorer seiner Mannschaft. 23 Punkte, nur 2 von 10 Dreier, aber eben diesen ganz wichtigen zur 5-Punkte-Führung im letzten Viertel, den macht er rein. Und er wird spektakulär unterstützt von Trey Woodbury. 21 Punkte, das war der spektakulärste Dunk des ganzen Spiels. Das hat richtig Selbstvertrauen gebracht in die Bamberger Mannschaft. Aber die Riesen, die fighten auch in der Crunch-Time. Sie kommen immer wieder ran. Auch dank Silas Merzen. Er ist einer der beiden Topscorer mit 17 Punkten bei den Ludwigsburgern. Aber sie schaffen es eben nicht mehr näher ranzukommen. Mit diesem Fastbreak-Abschluss macht Johnson für Bamberg alles klar. Ein überraschender 92-87 Erfolg und ein historischer. Zum ersten Mal nach 9 Jahren siegt Bamberg in Ludwigsburg und fährt damit einen ganz wichtigen Sieg ein. Alle Spiele live und auf Abruf bei deinem